Hi Jungs und Mädels, was geht ab hier? Stefan Lammel ist hier mit einem neuen Erklärvideo zu Winter Wonderland, Weihnachtszeit. Nur es schneit halt momentan noch nicht, vielleicht kommt's noch, es ist alles verregnet. Macht doch uns nichts, wir machen Musik, wir musizieren, wir spielen auf dem Saxophon. Winter Wonderland, jetzt mit Altsaxophon. Leute, es klingt wunderbar. Auch gerade für Altsaxophon, denn ich habe eine gute Tonart gewählt, wo das Saxophon wirklich hervorragend klingt. Gerade die Kreuztonarten sind wirklich bevorzugt für Altsaxophon, nämlich A-Dur mit 3 Kreuz vorneweg. Vielen herzlichen Dank für die tollen Zuschriften, für die vielen Feedbacks. Schreibt es mir in die Kommentarbox, ob ihr mit meinen Erklärungen zurechtkommt, ob ihr das mitverfolgen könnt, ob das über YouTube und mit über Video, ob das funktioniert, würde ich immer gerne wissen. Schreibt es in die Kommentarbox, würde mich freuen, wenn da sehr viel Feedback zu hören ist. Schreibt mir auch rein, was für Lieder ich gerne mit euch besprechen sollte, was ihr dafür Interessen habt. So, geht los, A-Dur, wie immer singen wir die Tonleiter. Es geht los mit A, 3 Kreuz, A, H, Cis, D, E, Fis und dann haben wir Gis. Hier ist das G und hier Gis. Gis-Klappe bleibt manchmal pappen, die bleibt, geht nicht auf. Ja, also wenn ihr hört, dass zwischen G und Gis kein Unterschied ist, dann klebt die Klappe. Das heißt, dann muss man den Zeigefinger nehmen, die Klappe suchen, wo die ist. Ja. Das ist meistens gleich neben dem kleinen Finger. Und dann macht man die mit dem Zeigefinger selbstständig auf und dann funktioniert es wieder. A, H, Cis, D, E, Fis, Gis, A, Gis, Fis, E, D, Cis, H, A. Dieses Singen, diese Notennamen singen, Freunde in der Nacht, das ist das A und O. Macht's das. Ihr werdet wirklich saumäßig gut. Das Saxophon klingt um die Hälfte schöner als ihr vorher, wenn ihr diese Sachen singt. Ihr seid in der Tonart drin. Ihr wisst, was los ist. Ihr nehmt die Töne mit auf, die Griffe mit auf. Das geht ins Ohr. Nur durch dieses gut lautem Singen kommt ihr da super zurecht. Auch das Lied singen, ja, das geht hier los mit E-E-E-E-E-Cis-E. Und zwar kann man hier mit dem Saxophon, mit dem Altsaxophon ohne Oktavklappe anfangen. E-E-E. Und dann kommt das tiefe C, das muss ich auch noch erklären. Wir haben das C, also alles ohne. Und dann kommt hier die Seitenklappe, nicht die Gis-Klappe, sondern daneben, neben der Gis-Klappe, kommt dann das Cis und ihr seht dann, am Saxophon geht dann unten, die dritte Klappe von unten geht dann auf. Ja, dann kommt man das Cis, C, Cis. Cis, jetzt kommt das Gis, 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 Fis, D. Und jetzt an der Stelle nehme ich das Cis oben, nicht unten, weil tiefer geht es ja dann nicht mehr. Das heißt, man macht das Cis hier oben, Cis, 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 H, 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 A. Weil das tiefe A können wir ja nicht spielen. Dann gehe ich hier einen Oktave höher. So, dann kommt der zweite Teil, wieder das Thema. Und da fangen wir jetzt schon mit der Oktave an, ja, mit dem E. E, 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 Cis, E und so weiter und so fort. Dann kommt der Vers, der ist ein bisschen kompliziert, nur ein bisschen, wir machen das ganz langsam. Es geht hier los mit Gis, also ohne Oktavklappe. Dann kommt F mit Oktavklappe,
Da kommt Cis ohne. Nicht Cis, das ist ein Fehler, das muss ein B sein. Und dann kommt das Fis mit Oktavklappe. Und dann das F. Machen wir langsam nochmal. Gis, gis. F, gis, gis, F, F. Und jetzt ein B. B, B, Fis, Fis, F, Cis, Gis, Gis. Ohne Oktavklappe. F, F, mit Oktavklappe. B, B, ohne Oktavklappe. Fis, Fis, F, Cis. Nochmal. Gis, Gis, ohne Oktavklappe. F, F, mit. B, B, ohne. Fis, Fis, mit. F, mit Oktavklappe. Cis, ohne. Das sind zwei schwierige Takte. Die muss man ganz langsam angehen, ansonsten ist nichts mehr drin. H-Dur hat natürlich 5 Kreuz. Und jetzt nicht davonlaufen und sagen, oh mein Gott, oh mein Gott. Nein, nein, das machen wir ganz langsam. Wir fangen an mit dem Ton H, Tonleiter. H-Dur 5 Kreuz. Nicht davonrennen, wir machen das, das haut hin. Das ist nicht so schwierig. Langsam, dass ins Ohr geht, habt ihr sofort drin. Es geht los mit H, hier ist H. Dann kommt gleich Cis, dann kommt Dis, das ist das D und das ist Dis, dann das Fis, dann das Gis und dann das A ist und A ist so viel wie B, also hier ist H und mit einem Finger zwei Klappen, A ist oder B und H. B oder das A ist, kann man auch so greifen, hier dieses A und von den drei Seitenklappen hier nehme ich noch dazu den Zeigefinger und zwar von den drei Seitenklappen die unterste. A, die Seitenklappe dazu, ist auch ein B bzw. A ist. Ja, und dann geht's los. Fis, Fis, Fis. Fis, 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 Dis, Fis. Klingt hervorragend auf dem Altsaxophon diese Tonart. H-Dur. Na, Fis, 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 Cis, Fis, 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 I, Fis. Ja, das war der Backing-Track von Winter Wonderland. Wieder bestellbar über PayPal oder auch E-Mail schreiben an lammel@web.de. Dann könnt ihr auch über Kontonummer bestellen. Bitte wie immer bei der Bestellung den Titel und Instrument angeben, weil das geht nicht automatisch hervor bei PayPal-Bestellung, was für Titel ihr da haben wollt. Das wäre es gewesen. Schönen Advent, schöne Weihnachten. Wir sehen uns bestimmt nochmal. White Christmas ist im Portfolio kommt jetzt dann und es kommt auch Holy Night gerade.